Dieses Loch ist gefährlich. Es ist so gefährlich, dass die ganze Stadt und alle Leute um sie herum Angst vor diesem Loch haben. Böses Meine werten Damen und Herren, ich zeige euch, was dieses Loch kann. Wir können tatsächlich dieses Loch bewegen und wir können es tatsächlich dafür verwenden, ne, um diese Patronen hier zu sammeln, okay? Dieses Loch kann nämlich durch alles, was es aufhebt, immer stärker und immer stärker werden. Und desto größer es wird, desto mehr kann es tatsächlich sogar aufnehmen. Wir nehmen hier mal einfach alle Patronen auf, die wir so bekommen können und haben jetzt einfach einen Bosskampf vor uns. Jetzt können wir alles, was wir davor aufgesammelt haben, auf diesen Boss draufwerfen und gegen ihn gewinnen. So funktioniert es tatsächlich und wir haben hier einen Skin freigeschaltet. Okay, wir haben jetzt tatsächlich ein weiteres Level geschafft und können jetzt ein bisschen upgraden. Wir müssen uns jetzt für ein Upgrade entscheiden und ich würde sagen, Größe ist schon sehr wichtig. Damit können wir schneller mehr alles aufnehmen und diesmal haben wir nicht so viel Zeit. Es sind nur 20 Sekunden, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele von diesen Patronen wir hier aufnehmen können. Und wenn wir groß genug sind, können wir tatsächlich auch größere Patronen aufnehmen und gucken, dass wir möglicherweise wieder gegen so einen Boss gewinnen können. Und oh, jetzt sind wir tatsächlich richtig groß geworden, sodass wir hier ordentlich was aufsammeln können und wir jetzt wirklich ein riesiges Loch geworden sind. Wow, amazing. Mal gucken, ob wir stark genug sind, um gegen diesen großen Typen hier anzukommen. Wir schmeißen mal alle Patronen auf ihn drauf und haben gewonnen. Tatsächlich, nice. Wir gehen nochmal hier hin, versuchen hier so viele Patronen wie möglich zu holen. Da ist ein Geschenk, das können wir auch holen. So, einmal hier nochmal ein bisschen größer werden. Dann hier diese ganzen Sterne nochmal mitnehmen, damit wir da schneller größer werden. Jetzt können wir das Geschenk auch mit auffressen. Wow, wir haben einfach einen Skin bekommen. Wir haben einfach einen Skin bekommen, mit dem wir jetzt noch mal riesiger geworden sind. Und jetzt sind wir auf jeden Fall auf einer ganz anderen Größe, Leute. Oh, nicht schlecht. Okay, das war gerade richtig gut. Und jetzt können wir hier tatsächlich die Patronen wieder werfen. Dann die anderen noch mal und die Sterne. Und das müsste ausreichen gegen diesen Boss. Puh, zum Glück. Crazy. Wir können ihn leider aber nicht behalten. Dafür muss man Werbung gucken. Aber dafür habe ich auf jeden Fall für später nochmal was vorbereitet. Dieses Bonuslevel bestimmt richtig gut spielen. Okay. Bonuslevel wird hart. Wir gucken mal, dass wir hier so schnell wie möglich durchkommen. Hier kann man tatsächlich super viele Münzen sammeln, Leute. Das wird interessant. Können wir jetzt schon Goldbarren sammeln? Ja, wir müssen immer auf das nächstgroße gehen. Das ist immer ganz wichtig. So, jetzt können wir hier auch so Geldsäcke einfach schon essen. So, schneller die Geldsäcke holen. Jawohl. Jawohl, das ist ordentlich. So, und hier eine Kiste haben wir bekommen. Schönes Ding. Eine Kiste sind 1068 Münzen. Na dann, checken wir mal aus. Das ist sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Damit können wir ordentlich was aufsammeln. Hier nochmal ein kleines Geschenk für zwischendurch. Oh, da oben sind einfach so Granaten, die man sammeln kann. Oh, wow. Okay, okay, okay. Das ist jetzt ganz schön crazy. Damit werden wir deutlich größer. Was? Wir haben einfach einen neuen Skin gerade auch bekommen. Wir sind einfach so ein riesiger Joker geworden, ne? Der tatsächlich alles hier gerade aufsammeln kann. Okay, wow, wir sind, glaube ich, komplett complete. Wenn wir da nicht gewinnen, guck mal, hier, die Patronen erst, dann die größeren Patronen, dann die Wurfsterne und jetzt zum Schluss dann nochmal die Granaten. Reicht es aus? Es reicht! Schönes Ding. Was ich aber vorbereitet habe, Leute, ist vielleicht nochmal ein bisschen interessanter. Und zwar habe ich nämlich noch eine Version von einem Spiel, wo tatsächlich alles freigeschaltet ist. Okay, checken wir mal das hier aus. Hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, ebenfalls zu upgraden, ne? Deswegen lass uns mal hier vielleicht überall mal so auf Level 15 gehen, beziehungsweise überall mal das maximale Level einstellen und damit vielleicht ein bisschen den Hacker-Lifestyle leben. So kann man nämlich tatsächlich gehackt in diesem Spiel spielen und damit kommen wir auf jeden Fall schneller an unser Ziel. Crazy, oder? Es gibt manchmal Versionen von solchen Spielen, die man tatsächlich auch spielen kann, wo man tatsächlich nicht die ganze Werbung freigeschaltet hat, wenn man sich das kauft und dementsprechend hat man dann die Möglichkeit, das ganze Ding hier komplett fertig zu spielen und tatsächlich wie ein echter Hacker so ein Spiel hier zu gewinnen. Crazy, oder? Ich glaube, jetzt dürfen wir auf jeden Fall keine Probleme mehr haben, weil wir jetzt wirklich alles gesammelt haben. Diding! Was? Oh, ich habe hier noch ein paar. Upsa! Tada! Gewonnen! Und das Allercoolste ist, auch an dieser Version, dass wir tatsächlich nochmal einen weiteren Skin haben. Und wir haben, glaube ich, unendlich Geld. Gucken wir mal, ob wir vielleicht mal einen Skin freischalten können. Oder wir können uns sogar einen Hacker-Skin holen. Tatsächlich mit 1 Speed extra. So! Und dann dürften wir den, glaube ich, freigeschaltet haben. Crazy, oder? Das ist eigentlich ganz interessant bei solchen Versionen. Wir haben auch hier diesen Magneten. Den können wir ebenfalls freischalten, ne? Ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Nur, dass man halt hier alles freigeschaltet hat. Ist eigentlich auch mal interessant, sowas zu sehen.
Oh, wow, wow, wow. Okay, jetzt können wir tatsächlich hier alles nochmal alles aufsammeln. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit und wir kommen tatsächlich bis ans Ende und essen hier sogar noch eine weitere Granate. Ist das nicht cool? Und das hier ist sogar jetzt nochmal ein anderes Level, wo wir tatsächlich gegen solche Figuren hier ankämpfen müssen. Ne? Und das funktioniert natürlich jetzt auch relativ easy und damit kommen wir auch sehr schnell zu unserem, zu unserer geheimen Cherry Bomb. Crazy. Wir können nämlich diese Patronen hier in Batterien wechseln und die anderen Patronen in blaue Wachsmalstifte. Dadurch bekommen wir mehr Power, genauso wie wir den Stern in eine Blume wechseln können und die Granate in ein Parfum, okay? Und die Bombe können wir in eine Birne wechseln und die Pistole in eine Banane. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir probieren es mal aus. Wow, jetzt sieht hier tatsächlich sogar alles anders aus. Wir gehen nochmal mit dem Timer ein bisschen nach oben, holen uns hier alle Updates nochmal und schauen mal, wie das jetzt läuft. Boah, okay. Yo, 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 yo. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal ordentlich mehr Power. Man kann sogar fast gar nichts mehr sehen. So viele Sachen essen wir hier gerade gleichzeitig. Oh, da müssen wir uns jetzt aber beeilen. Da sind wir gerade irgendwie nicht mehr so schnell dran. Guck mal, diese Birnen, die essen sich gar nicht so einfach. Was? Was fehlt noch? Oh, ein kleiner Wachsmalstift. Da hat nur noch ein kleiner Wachsmalstift in der Mitte gefehlt. So, jetzt können wir uns hier tatsächlich nochmal kurz durchhauen. Und tatsächlich schaffen wir sogar diese ganze Reihe hier relativ simpel, ohne dass wir hier überhaupt alles... Ah doch, wir mussten tatsächlich alles aufbrauchen, um hier durchzukommen. Und haben damit jetzt eine neue Waffe freigeschaltet. Tatsächlich, wir können diese eine Waffe, die wir bekommen haben, jetzt gegen so einen Farbroller eintauschen. Und ich versuche auf jeden Fall alles mal so ein bisschen einzutauschen, sodass wir am Ende alles haben. Ne? So, wir gehen hier auf jeden Fall wieder auf die größte Größe und versuchen hier mal wieder so stark wie möglich zu werden. So, jetzt erst die Bananen. So, jetzt auch noch die Birnen. Dann die kleinen Kissen und jetzt die Farbroller nochmal kurz hier essen. Ne? Und alles sauber aufgegessen. Schönes Ding! So, jetzt haben wir tatsächlich hier die Farbroller und alles nochmal mit dabei. Und damit kommen wir ebenfalls nochmal ganz entspannt durch. Aber das sind schon sehr viele andere Items hier. Da kommen jetzt gerade nochmal kurz zusätzliche Items. Tatsächlich hätte es aber auch so gereicht. So, jetzt haben wir noch einen Benzinkanister freigeschaltet. So, wir gucken mal, was wir als nächstes freischalten können. Es fehlt uns eigentlich nicht mehr viel. Es fehlen uns nur noch zwei Gegenstände. Und zwar einmal das Geschenk und der Kaktus. Okay. So, diesmal können wir jetzt aber deutlich schneller wieder spielen, wenn man sich die Upgrades nochmal geholt hat. So, können dann hier nochmal... Oh, jetzt haben wir tatsächlich sogar auch diese Granate da freigeschaltet oder diese Bombe, die da hinten liegt oder was auch immer das sein soll. So, jetzt können wir auch die Koffer hier essen. Einmal den Koffer und den Koffer. Oh, jetzt haben wir nur noch ein paar Sekunden Zeit. Jawohl, jetzt essen wir gerade alles auf. Und jetzt nochmal kurz durch die Mitte fahren und alles gegessen. Zum Glück. So, mal gucken, ob wir jetzt nochmal kurz das letzte Level nochmal freischalten, ne? Jetzt scheinen wir hier gerade wieder durchzurushen, ne? Und tatsächlich das letzte Item freizuschalten. Mal gucken, was da jetzt auf uns wartet. Ich glaube, genau, das sind diese riesigen Raketen, glaube ich. Und da bekommen wir eine riesige lila Rakete. Schön. Okay, gucken wir mal, ob wir tatsächlich jetzt das letzte Item freigeschaltet haben. Es dürfte jetzt tatsächlich alles da sein. Und wir können tatsächlich hier unten nochmal die Rakete gegen einen Kaktus eintauschen. Das gibt uns extra Power, genauso wie das Geschenk. Damit sind wir tatsächlich überall komplett bis zum Ende, haben wir da sozusagen alles durchgespielt. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. 3, 2, 1, maximal! Besser als das geht es nicht. Wir sind auf einem absoluten Maximum-Level. Deswegen essen wir hier nochmal die ganzen restlichen Sachen nochmal auf. Schaut euch das an, wir kommen so schnell, wir werden so schnell riesig. Oh, what? Oh, what, die ganzen Geschenke. Oh, die Geschenke. Da fehlen nur noch die riesigen Kakteen. Warte mal. 1, 2. Oh, die werden jetzt auch aufgegessen. Die riesigen Kakteen. Oh mein Gott. Und damit haben wir tatsächlich nochmal eine Size-Up bekommen und sind mit allen Items durch. Das war das letzte Level mit allem freigeschaltet. Und noch mehr als das gibt es gar nicht, weil ich glaube, am Ende dürfte jetzt, glaube ich, gar nichts mehr kommen. Guck mal, wir können hier einfach alles zerstören. What? Und am Ende gibt es einfach nur den Edelstein. Okay, meine werten Damen und Herren, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn man am Anfang die normale Version sieht und danach die entschlüsselte Version, wo man tatsächlich alles freischalten kann. Das war das erste Mal, dass ich das probiert habe. Deswegen gebt mir gerne ein bisschen Feedback in den Kommentaren, ob ihr das cool findet oder nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.